Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Freitag und damit auch einen guten Start ins Wochenende. Tja, erstmal kurz zu dem, was vielleicht gestern aufgefallen ist. Außer dem Video kam nichts mehr von mir, aber ich hätte schon, vielleicht hat es jemand mitbekommen, in dem Video, wer es geschaut hat, angesprochen, dass ich mal ein paar Sachen erledigen musste. Dadurch habe ich, wie das meistens dann in solchen Fällen ist, frühs gesagt, komm, versuchst mal weiterzumachen, gehst gleich frühs los und erledigst das und haust dich dann hin. Ja, wo ich da wieder heimgekommen war, es halt schon etwas später. Hab ich gedacht, versuchst mal ein bisschen länger noch aufzubleiben, weil ich auf einmal aufgekratzt war und konnte nicht schlafen. Und habe dann noch so ein paar Sachen zu Hause erledigt. Und ja, dann war es so gegen, hat das Video gemacht etc. Und dann war es gegen abends um 7:30, um 8 und dann bin ich eingeschlafen und habe bis heute Morgen durchgeschlafen. Oder nicht heute Morgen, heute Mittag. Da habe ich den ganzen Schlaf wieder nachgeholt. Also nur deswegen, falls sich jemand wundert, dass ich gestern nichts gemacht habe. Aber es waren ein paar Sachen zu erledigen, die erledigt werden mussten. Und dann hat der Schlaf seinen Tribut gezollt. Ne? Ja, bevor ich loslege mit der 308. Geschichtsstunde von Egon und dem ersten Teil des Jahres 1961, nur kurz noch was zum Brexit. Ich habe es gerade, weil ich schnell mal angeschaltet habe, schon den Fernsehen und habe in den Videotext geschaut. Ja, jetzt hat man sogar eine Verlängerung bis 30. Juni beantragt oder sowas. Auf jeden Fall was mit Juni. Und will noch die Europawahl mitmachen. Ich kann nur eins sagen. Und den Verdacht hatte ich schon seit gut 2 Monaten. Oder sagen wir mal 1,5 Monaten. Dass dieses ganze Szenario, was momentan abläuft, genauso abgesprochen war. Genauso abgesprochen war. Erst so ein bisschen Hektik machen, den Leuten vormachen, ist alles durcheinander und keiner weiß, was passiert. Dabei war von vornherein abgesprochen, kurz vorm Brexit eine No-Deal-Abstimmung zulassen, die vorher gar nicht möglich gewesen wäre, wenn es die Frau May nicht getan hätte. Dann kam als zweiter Punkt ihre ganzen Alternativvorschläge, die natürlich nicht durchgegangen sind. Und dann noch eine Abstimmung darüber, dass man nochmal verlängert, also noch die Verlängerung etc. Und nun will man sogar die EU-Wahl mitmachen und irgendwann wird das auch, wir belassen alles, wie es ist. Ja, ihr, Leute, liebe Briten, die ihr für den Brexit wart, schnappt euch eure Abgeordneten und zeigt ihnen, was ihr von dieser Art Demokratie haltet. Wie hier Stück für Stück und ganz heimlich ein Votum des Volkes einfach ignoriert wird und so getan wird, ein Schauspiel aufgeführt wird, als hätte man sonst wie drum gerungen. Und ich sage nur eins, wenn ihr nicht ohne Deal aus dieser EU rausgeht, dann habt ihr eine Chance verspielt, die nie wiederkommen wird. Es sei denn, Europa wird endlich munter und es werden ja viele mittlerweile munter und tun diese EU auf den Misthaufen der Geschichte, wo sie hingehört, hinschmeißen. Das ist der größte Ausbeuterinstrument, was es jemals in Europa gab. Da war das Römische Reich, war noch ein schönes Imperium gegen diese Zentrale da in Brüssel. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Erstmal noch einen Schluck Kaffee und dann geht's los. Muss noch mal raus, die kurze Erklärung zu gestern und das, was ich da Neuestes vom Brexit gehört habe. Ja, was haben wir hier? Gestern hat man geendet Artikel wieder mal von der Kirche. Das war der 2. Dezember tatsächlich, die letzte Eintragung aus dem Jahre 1960, Annäherung der Kirchen. Und da ging es um die anglikanische, passt gerade wieder, die Briten. Die haben es damals gewagt und haben es getan und es hat ihnen nichts geschadet, dass sie sich damals vom Papst losgesagt haben. Heute schaffen sie sich nicht vom Papst in Brüssel in Anführungszeichen loszusagen. Ihr seid ein ärmliches Land geworden, Großbritannien. Was wart ihr mal für eine Nation? Heute seid ihr nur noch ein Häufchen Elend, die nicht mal schafft, aus einer EU auszutreten und sich von kleinen Trotteln wie Tusk und Juncker an der Nase rumführen zu lassen.
Ja, heute geht es, wie gesagt, weiter mit dem Jahr 1961. Und weil die so komisch ganz rechts steht und alles, die ersten drei Meldungen, alle vom 3. Januar sind gut, da können wir die auch nach hinten machen. Geht's los mit dem 3. Januar 1961, Spannungen um Kuba. Da ging das los, wo man immer mal so berichtet, wenn man Leuten wieder Angst vor der Atombombe machen will, vor einem Krieg. Mit dem vollständigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch die US-Regierung in Washington hat sich der Gegensatz zwischen der revolutionären Regierung des kubanischen Ministerpräsidenten Fidel Castro und den Vereinigten Staaten weiter zugespitzt. Vorwürfe Castros, die USA träfen Vorbereitungen zu einer Invasion und die Aufforderung, das Personal der US-Botschaft in Havanna zu reduzieren, hatten den letzten Anlass für den Abbruch der Beziehungen bedeutet. Bereits am 1. Januar hatte Castro eine Sitzung des Weltsicherheitsrates in New York zum Thema verlangt. Kuba liegen Beweise für die Vorbereitung einer Invasion vor, die mit der Unterstützung des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA durchgeführt werden soll. Der Angriff soll mit der Begründung stattfinden, dass angeblich die UdSSR auf Kuba Raketenabschussrampen errichtet habe. Kuba wird von der Sowjetunion unterstützt, die Vereinigten Staaten weisen die Vorwürfe zurück. Angesichts der schwierigen Lage versetzt der kubanische Ministerpräsident die Armee in Alarmbereitschaft. Ja, dass das alles wahr war, wissen wir heute. Die Dokumente wurden geöffnet, dass da sogar mit der Chicagoer Mafia zusammengearbeitet worden ist, von höchster Stelle von der Administration, um selber sich die Hände in Unschuld waschen zu können, um dort diese Invasion durchzuführen. Kommt auch noch ein Abschnitt, kommt auch noch ein Abschnitt dazu. Da haben wir ein Bild dazu, das Kapitol in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Da ist es. Das im Übrigen startete noch, dieser Moment startete noch unter dem Präsidenten Eisenhower, aber 17 Tage später, vielleicht steht sogar noch hier drin, kommt es heute noch vor, kam ja dann der Herr, hochgelobte Herr Kennedy ins Amt. 3. Januar 1961. Polen erhält Staatsschatz zurück. Die kanadische Regierung gibt den polnischen Staatsschatz an das Land Polen zurück. Wie die Organisation der Auslandspolen in Kanada mitteilt, ist ein entsprechendes Abkommen bereits am 31. Dezember 1960 zwischen der Provinzialverwaltung in Quebec und einem Vertreter des Wawel-Museums in Krakau unterzeichnet worden. Der polnische Staatsschatz war während des Zweiten Weltkriegs nach Kanada ausgelagert worden. Bisher hatte der Regierungspräsident der Provinz Quebec die Rückgabe des Staatsschatzes mit der Begründung verweigert, die kommunistische Regierung in Polen habe keinen legitimen Besitzanspruch auf den Schatz, der umgerechnet einen Wert von rund 105 Millionen Euro hat. Das ist das, was ich mal sage. Wenn die Zionisten was klauen, ne? Wenn die Zionisten was klauen und nennen sich das Sanktionen oder requirieren, in Sicherheit bringen, ne? Ja, ich muss manchmal diese Frechheit vorstellen, dass die Kanadier das Zeug mitgenommen haben, angeblich um es wahrscheinlich wieder zu beschützen vor den bösen Nazis und vor Kriegsfolgen etc. Und dann behaupten sie nur, weil dort eine Regierung dran ist, die ihnen nicht gefällt, steht dem Land nicht das zu, der Region nicht das zu, was ihre Geschichte ist, was ihnen gehört. Das ist die Dreistigkeit, das ist diese Hochnäsigkeit, das ist diese Arroganz dieser zionistisch regierten Länder, dieser von Zionisten gelenkten Administrationen, dass sie sich erlauben, Sachen erlauben und auch dummerweise erlauben dürfen, weil sie ja immer durch den Holocaust und so weiter einen Freibrief haben. Sobald das Wort fällt, darf keiner mehr was sagen. Ich sage trotzdem was. Sich erlauben, einfach Dinge zu tun, die man bei anderen zutiefst verurteilen würde und Boykotte und sonst was machen würde. Diese Seite
Leute, die auf der Seite dieser Zionisten sind, die können praktisch alles machen. Die können die ganze Welt ins Unglück stürzen. Es wird noch dazu geklatscht, weil da war ja nun der Holocaust, ne? Ja, das ist die Begründung, mit der sie alles tun dürfen. Und damit muss Schluss sein. Das eine hat nämlich mit dem anderen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wie ich schon mal erklärt habe, sie mit der kleinen Kind, was schwer krank war und dann wieder gesund geworden ist und vielleicht noch Folgen dieser Krankheit hat. Und dann gewährt man ihm alles, nur weil es halt das kränkliche Kind ist. Und im Endeffekt wird es ein schlimmer Verbrecher, weil er weiß, dass er alles machen darf. Ja, weiter geht's mit der Randbemerkung, wo ich schon überlegt hatte, ob ich es am Anfang mache, aber weil die auf der rechten Seite auch noch was vom 3. Januar war, kommt sie halt jetzt. 3. Januar 1961, fast 48 Stunden anhaltende Regenfälle führen in Südwestfrankreich zu schweren Überschwemmungen. Städte und Dörfer stehen unter Wasser. In Spanien müssen wegen des hohen Wasserstandes des Ebro 5000 Menschen ihre Häuser verlassen. Hallo, Greta, 1960, große Regenfälle und Überschwemmungen in Frankreich und in Spanien gab es also. Es gab immer wieder solche Katastrophen, solche Umwelt- oder Wetterextreme. Das wirst du mit deinem dämlichen Gequatsche, Baby, nicht ändern. Kauf dir endlich mal ein Buch über die Entstehung der Geschichte. Kauf dir endlich mal ein Buch über das, was alles an klimatischen Veränderungen in den letzten tausenden Millionen Jahren passiert ist. Dann merkst du vielleicht, dass du nur dummen Stuss erzählst, der keinen einzigen echten Hintergrund hat. Und das Schlimme ist, weil ja viele auch mittlerweile davon leben, und wenn sie nicht in die Kerbe reinhauen, kriegen sie keine Aufträge mehr, werden sie als Verschwörungstheoretiker eingestellt, wie zum Beispiel dieser Arzt, der sich halt bei einer Sache mal verrechnet hat, bei diesen, wie sagen wir, Feinstaubwerten, wo da wegen der Luftverschmutzung, wo sie dann ihm vorgehalten, oh, da hat er sich falsch verrechnet, bla bla bla. Und schon war er total unglaubwürdig, aber und so läuft das halt. Und deswegen tun selbst, da war ich ganz entsetzt und enttäuscht, muss ich auch sagen, weil ich ihn eigentlich immer gerne geguckt habe, diesen Herrn Lesch. Zufällig habe ich dann umgeschaltet, weil das Gebrabbel von diesem Quatsch kann ich mir nicht mehr antun. Da ging es auch wieder um die Klimaerwärmung und Greta, ihre tollen Demonstrationen und bla bla bla. Und selbst der haut jetzt in die Kerbe rein und will da uns was erzählen. Wir müssen da und da was ändern und noch 10 Jahre haben wir Zeit und diese Katastrophenszenarien. Leute, ihr werdet nichts ändern. Es wird immer wieder Überschwemmungen geben, es wird immer wieder riesengroße Wetterkatastrophen geben. Und wenn da 1000 Gretas durch die Gegend rennen und Leuten auf die Nerven fallen, ne? Ja, also da hat man also hier in Frankreich und in Spanien, Südwestfrankreich und in Spanien, auch wieder mal eine riesengroße Überschwemmung. Ja. Durch übermäßige Regenfälle. 3. Februar 1961, Luxusschiff gekapert. Mit der Übergabe des gekaperten Passagierschiffs Santa Maria an die brasilianischen Behörden endet die 12-tägige Aktion des portugiesischen Oppositionspolitikers Henrique Galvão, der die Weltöffentlichkeit auf die politische Unterdrückung in Portugal aufmerksam machen wollte. Das 20.906 Bruttoregistertonnen Passagierschiff Santa Maria war am 22. Januar während einer Kreuzfahrt im Karibischen Meer von 40 Bewaffneten unter der Führung des 65-jährigen Galvao gekapert worden. Am 24. Januar hatte Galvao bekannt gegeben, dass er das Schiff im Namen der nationalen unabhängigen Befreiungsjunta okkupiert habe, deren Führer General Humberto Delgado ist. Am 26. Januar nannte Galvao als Ziel der Santa Maria die portugiesische Kolonie Angola. Von hier aus sollte die Revolution gegen den portugiesischen Diktator Antonio de Oliveira Salazar entfacht werden. Nach Verhandlungen mit der US-Marine, die sich zunächst zurückhaltend zeigte, und der brasilianischen Regierung, die Galvao politisches Asyl zusagte, war die Santa Maria am 2. Februar in Recife
eingelaufen. Ja, ich meine, ja, also wenn jetzt gegen die bösen Diktatoren, die jetzt vom zionistischen System als Diktatoren etc., wie ja auch unsere Regierung damals oder wie dieser Franco etc. bezeichnet werden, dann wird sowas positiv dargestellt. Wenn jetzt dasselbe jemand mit dem Herrn Macron machen würde, mit einer französischen, das Terroristen. Deswegen bin ich immer ganz vorsichtig, wenn da schnell von Terroristen etc. gesprochen wird. Ich gucke mir da genau an, was wirklich passiert, was wirklich die Forderungen sind und weshalb das passiert. Und deswegen gibt es durchaus auch Leute, die hier in unseren Medien als Terroristen bezeichnet werden, die es in Wirklichkeit gar nicht sind, sondern einfach nur Leute, die von fremden Besatzern, von Leuten, die ihr Land knechten, die Schnauze voll haben und sie loswerden wollen und endlich über ihr Land selber bestimmen wollen. Und dann gibt es halt wirklich solche Verrückten, die aus Glaubensgründen Leute die Köpfe abhacken. Das sind dann echte Terroristen, das sind wirklich Extremisten, das sind wirklich Radikale. Aber Leute, die halt zu radikalen Maßnahmen auch greifen, weil sie keine anderen Wege mehr finden, um die Ausbeuter ihres Landes loszuwerden, da muss man dann differenziert sehen und sagen, und mal selber schauen, wenn man in derselben Situation wäre, ob man sich dann selber auch als Terrorist bezeichnen würde oder doch eher als Kämpfer für die eigene Freiheit. Ja, weiter geht's mit dem Bild dazu. Enrique Galvão salutiert nach der Übergabe der Santa Maria in der brasilianischen Hafenstadt Recife. So, er ist gut weggekommen, weil er gegen ein Land, gegen eine Regierung gekämpft hat, die natürlich auch eigentlich den zionistisch gelenkten westlichen System ein Dorn im Auge war. Und deswegen hat er Asyl bekommen und. Wenn jemand in Amerika gegen Amerika genauso eine Aktion fahren würde, würde da nirgendwo auf der Welt politisches Asyl kriegen. Wir sehen es gerade im Übrigen jetzt wieder mit Assange. Ich gehört, den wollen sie jetzt rausschmeißen aus der ecuadorianischen Botschaft, damit man gleich verhaften kann. Wer sich gegen die Leute auflehnt, da kriegst du auf der ganzen Welt kein politisches Asyl. Außer vielleicht in Russland. Ja, weiter geht's in den bösen, unfreien Russland. Ja, das war zu dem Luxusschiff, was da gekapert worden war. Weiter geht's mit, und da muss ich wieder schauen, hier sind Randbemerkungen. Ja, die kommen dazwischen. Wir haben den 13. Februar 1961, Kongo-Mord an Lumumba. Der Innenminister der selbstständigen Kongo-Provinz Katanga, Godefroid Munongo, gibt in Elisabethville, heute Lubumbashi, Klammer zu, bekannt, dass der gefangen gehaltene ehemalige kongolesische Ministerpräsident Patrice Lumumba auf der Flucht getötet worden sei. Erst später stellt sich heraus, dass Lumumba schon am 17. Januar von der Katanga-Regierung in Elisabethville ermordet worden ist. Lumumba, der auch während seiner Haftzeit die beherrschende Figur der kongolesischen Politik geblieben war, ist seinen Rivalen Joseph Kasavubu, dem kongolesischen Staatspräsidenten und dem Präsidenten des unabhängigen Katanga, Moise Tshombe, zu gefährlich geworden. Die Ermordung Lumumbas wird von der Katanga-Regierung als Tat von Dorfbewohnern hingestellt. Tja. Ja, wie lange? Jetzt haben wir 61, ich glaube 1960 oder 59 war es wohl Kongo von den Belgiern. Das ist ja dieses Kongo, aus der Kolonialherrschaft entlassen worden ist und selbstständig wurde. Und schon ein Jahr später gibt es den ersten Mord unter denen, die da die Führung haben. Und das ist halt das, gerade im Kongo kann man das beobachten, ist ja ein riesiges Land, dass da so viele eigentlich, bevor die Kolonialherrschaft losging, verschiedene Stämme in ein Land zusammengeführt wurden, was zwar bei uns über Jahrtausende funktioniert hat. Wir haben ja auch lange gebraucht, bis wir endlich 1871 eine deutsche Einheit bekommen haben. Die einzige im Übrigen, die wir bis jetzt heute haben, weil das, was wir 1990 bekommen haben, müssen wir im Nachhinein feststellen, ist lange keine Einheit. Die Leute, die sie eigentlich herstellen müssten
und dafür verantwortlich wären. Die tun alles, damit das Land weiter gespalten bleibt. Also um das zu erreichen, haben wir Jahrhunderte gebraucht, von im Prinzip nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, bis wir das endlich hinbekommen. Und dann war es ja eigentlich immer noch nicht vollendet, weil die Österreicher waren ja eigentlich auch Deutsche. Die hatten dann aber ein eigenes Land mit Österreich-Ungarn nach wie vor. Und ja, hier hat man damals durch die Kolonialherrschaft halt ein Land Kongo gegründet, nach und nach die Grenzen festgelegt, je nachdem. Man musste ja erstmal das erkunden, viele Sachen, viele Ecken im Dschungel und so weiter kannte man ja gar nicht. Und dann hat man gesagt, das ist jetzt Kongo, später mal Zaire, Brazzaville und auf jeden Fall Leopoldville. Und auf jeden Fall hat man dann diese Staaten, so wie man sie selber sich erdacht hat, als unabhängige Staaten in die Freiheit entlassen. Man hätte eines machen sollen, man hätte die Stämme etc. darüber abstimmen lassen sollen, ob sie so in die Unabhängigkeit wollen oder ob sie wieder eigene Staaten gründen wollen. Da hätte es halt, was weiß ich, wie es vorher war vor der Kolonialzeit, durch die Stammesgebiete, hätte es halt 200, 300 Staaten gegeben, vielleicht auch 400 in Afrika, aber dann hätten wir die ganzen Konflikte, die wir heute haben, nicht, weil dann hätte jedes Stammesgebiet sein eigenes Land, seine eigene Art, könnte seine eigene Art zu leben, ja, pflegen, und es müsste nicht etwas künstlich zusammengehalten werden, wie es in vielen Staaten Afrikas ist, was nicht zusammengehört, weil man es durch die Kolonialherrschaft einfach nur zusammengewürfelt hat. Das zu diesen ganzen Konflikten kann ich immer wieder nur als Erklärung mal ranbringen, warum wir die alle gerade in Afrika haben. Und das nützt da nichts, wenn die dann alle hierher flüchten, dann treffen sich die Senegalesen und die aus Mali auf der Straße und da gibt es dann alle die Messerstechereien, haben wir es, die Probleme. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Patrice Lumumba wird mit gefesselten Händen abgeführt. Ebenfalls verhaftet wird sein Mitstreiter Joseph Okito, der Vizepräsident des Senats. So haben sich dann, kam, dass die Weißen weg waren, die Schwarzen gegenseitig abgemurkst, ne? Herrlich, herrlich, ne? Weiter geht's. Mit dem 13. März 1961 Südafrikas Austritt. Die Konferenz der Regierungschefs der Commonwealth-Mitglieder, die am 7. März begonnen hatte, geht in London zu Ende. Hauptergebnis der Tagung ist der Austritt Südafrikas aus der Gemeinschaft. Die Debatten über die Rassenpolitik in Südafrika weiteten sich zum Hauptthema der Tagung aus. Vor allem die afrikanischen Commonwealth-Mitglieder protestierten gegen die Politik der Rassentrennung. Tja, das war auch das, warum dann Südafrika von allen ausgeschlossen wurde. Das ist nicht unbedingt wegen der Rassentrennung, das kam ja, war ja vorher schon, aber dass sie dann sich gewagt haben, aus dem Commonwealth auszutreten. Da war ja jahrelang bei Sportveranstaltungen etc. Südafrika ausgeschlossen. Weiter geht's mit dem 28. März 1961. Stahlwerk in Indien. Der indische Staat übernimmt das von Deutschen und Österreichern, haben Sie ein bisschen wieder falsch geschrieben, von deutschen österreichischen Firmen, gut, ich habe es falsch gelesen, nochmal, der indische Staat übernimmt das von deutschen und österreichischen Firmen erbaute Hüttenwerk Rourkela im indischen Bundesstaat Orissa. Die Breitbandstraße des Walzwerks von Rourkela ist die einzige ihrer Art in Asien. Ja, das haben wir Deutschen, Österreicher sind ja auch Deutsche im Prinzip, haben wir geschaffen. Was haben wir denn hingebaut? Heute machen wir uns selber kaputt und fusionieren mit, wie heißen sie, mit T irgendwas, komme ich nicht auf den Namen, ihr wisst, was ich meine, ThyssenKrupp und so weiter. Und müssen Nickemenschen machen. Die Anlagen von Rourkela umfassen eine Großkokerei, ein Hochofenwerk, ein Stahlwerk und das Walzwerk mit der Breitbandstraße. Rourkela ist das teuerste der drei neuen Stahlwerke in Indien. Ach, wie heißt es? Ich komme jetzt nicht drauf, aber jeder, der bei ThyssenKrupp arbeitet, wird es wissen. Mit denen sie da fusioniert sind, ist ja eine indische Firma, die jetzt einen Ton mit angibt.
Weiter geht's mit dem 28. März, eine Randbemerkung, 1961. Österreich und die USA unterzeichnen ein Abkommen, wonach Österreich das freie Verfügungsrecht über Mittel aus dem Marshallplan, dem US-amerikanischen Hilfsprogramm für Europa, erhält. Nur nochmal zur Bemerkung, Österreich war trotzdem souverän, Österreich war trotzdem neutral und trotzdem haben sie Geld bekommen. Wir haben, das ist ja wieder im Bundestag, da muss ich schon wieder der AfD kritisieren, die diese Politik auch mit heroisiert hat im Bundestag. Das ist das, was Adenauer geleistet hat. Er hat die Spaltung Deutschlands vorangetrieben, indem er heute sich als so schädlich herausstellende feste Bindung an die Westmächte durchgezogen hat. Da kam nicht an erster Stelle Erhaltung der deutschen Einheit und eines gemeinsamen Deutschen, sondern an erster Stelle lag beim Herrn Adenauer und der CDU damals immer nur Anbindung an den Westen. Dadurch ein etwas schnellerer und leichter gemachter Aufschwung, der aber dann auch nur im Prinzip die Gewinne dann zurückgeflossen sind über hohe Zinszahlungen etc. für Hilfskredite etc. in die USA. Wie gesagt, ich hatte es schon mal erwähnt, mit der überteuerten Baumwolle aus den USA, die dann hier mit KfW-Krediten subventioniert wurde, damit sie hier billiger verkauft werden konnte, damit die Konkurrenz nicht total ausgenockt worden ist. Also sie haben dann doppelt Geschäft gemacht. Die haben an den Krediten verdient, die sie gegeben haben als sogenannten Marshallplan und haben dann auch überteuert ihre Produkte an uns verkaufen können. Das ist die Leistung des Herrn Adenauer gewesen. Weiter geht's mit dem 7. April 1961 und die Österreicher haben es ohne das alles bekommen. 7. April 1961. Die Vereinigten Staaten sagen der Regierung in Südvietnam anlässlich der Präsidentschaftswahlen vom 9. April starke Unterstützung im Kampf gegen die oppositionellen Kräfte zu. Tja, was hat Russland hat in den amerikanischen Wahlkampf eingegriffen. Was hatten die USA damals gemacht? Ne? Beim Präsidentschaftswahlen Unterstützung aus USA. Was habt ihr in Vietnam zu suchen gehabt, um dort eine Seite im Präsidentschaftswahlkampf zu unterstützen? Heute regt ihr euch auf, wenn die Russen irgendwas verbreiten in Wahlkämpfen in der EU oder sonst was. Ist jedem sein Recht, eine Meinung auch von dort aus zu sagen, zu gewissen Themen. Und gerade wenn hier ein Regime, ein Zionistenregime regiert, was alles unter der Decke hält, was ihrer Macht schaden könnte und Verbote erlässt, um bestimmte Themen nicht ansprechen zu dürfen, die kriminalisiert und Leute als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Aber ihr könnt machen, was ihr wollt, auch wenn jetzt der Brexit vielleicht endgültig erledigt ist, sobald da ein Abkommen unterzeichnet wird, so ein EU-freundliches Abkommen, dann ist der erledigt, egal ob er dann offiziell erfolgt oder nicht. Aber ihr werdet, euer System wird zusammenbrechen. Der ganze europäische Kontinent wird durch euch in Bürgerkriege, in blutigste Kämpfe getrieben werden, weil ihr seid skrupellose Kriminelle und keine Politiker oder sonst irgendwas. Ihr seid skrupellose Kriminelle, das zeigt sich zum Beispiel durch eure Lichtgestalt Macron in Frankreich. Ihr geht über Leichen, um euer System zu erhalten. Ihr habt mit Demokratie nichts am Hut, nichts. Ne? Auch wenn ihr das als Monstranz immer vor euren Bäuchen umhertragt und von Demokratie sprecht. Ihr seid keine Demokraten. Ihr seid die schlimmsten Verbrecher und Diktatoren, die Europa jemals regiert haben. So, und jetzt kommen wir wieder zu den Folgen der einfachen, wie soll ich es ausdrücken, Rechtsbruch und wie ich schon sagte, die können machen, was sie wollen, der Israelis. Wir wissen ja, das war letztens kurz mal angeführt schon, die Entführung des Herrn Eichmann aus Argentinien, vollkommen gegen jedes Gesetz, gegen jedes Recht, durch den israelischen Geheimdienst. Und dann haben wir hier den 11. April 1961, Eichmann-Prozess beginnt.
Vor rund 500 Journalisten und Beobachtern aus 40 Ländern beginnt im Jerusalemer Volkshaus der Prozess gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer und Leiter des Judenreferats Adolf Eichmann, den Organisator der nationalsozialistischen Judenvernichtung. Die Anklage wird von dem israelischen Generalstaatsanwalt Gideon Hausner vertreten. Vorsitzender ist der Richter beim obersten israelischen Gerichtshof, Moshe Landau. Verteidigt wird Eichmann von dem Rechtsanwalt Robert Servatius. Der Prozess beginnt mit der Verlesung der Anklage, die in 15 Punkten auf Ermordung von Millionen von Juden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen lautet. Oh, die Liste wird lang für die zionistischen Verbrecher, die dort unten, um ihren Staat Israel zu bauen und auszuweiten, schon auch x-tausende Menschen umgebracht haben, Rechtsbrüche begangen haben, Kriegsverbrechen begangen haben und. Wo bleibt da die großen Tribunale? Wo bleiben die Tribunale gegen diese Verbrechen von Zionisten? Die Anklage nennt 20 Länder, in denen Verbrechen Eichmanns begangen wurden. Nach der Verlesung der Anklageschrift bringt Eichmanns Verteidiger Servatius Anträge ein, in denen das Gericht wegen Befangenheit und Nichtzuständigkeit abgelehnt wird. Na, wenn das kein befangenes Gericht war, welches dann? Welches dann? Ne? Ja, gut. Wollen wir das Thema gleich beenden? Noch ein Bild dazu. Der Angeklagte Adolf Eichmann während des Kreuzverhörs. Die als Prozessbeobachterin anwesende Hannah Arendt entwickelt anhand des von ihr als Hanswurst charakterisierten Massenmörders ihre Theorie von der Banalität des Bösen. Das ist immer das Typische der Zionisten, dieses Arrogante, wenn sie wieder oben auf sind, wie ein Hanswurst und bla bla bla, die Leute zu beleidigen etc., wenn sie so oben auf sind und die Regierung hinter sich wissen, haben sie so eine große Klappe. Und dann wundern sie sich, wenn die Leute irgendwann mal der Geduldsfaden reißt und einfach mal ein paar Worte zurücksenden. Und wenn das dann passiert, dann ist das Antisemitismus. So provozieren diese Leute wie ein Herr Schuster, eine Frau Knobloch und Bruder und wie sie alle heißen, tagtäglich die Leute, nicht nur uns, sondern auch andere. Und dann, wenn dann irgendwann mal jemand explodiert und dann mal genauso zurückwettert, dann ist es ein Verbrecher, dann ist er Krimineller, dann ist nämlich ein Antisemit. So läuft das schon seit 74 Jahren in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Und das kann auf Dauer nicht gut sein. Wenn ein Volk eine politische, ist ja nicht das ganze Volk, eine politische Strömung in dieser Welt tun und lassen und schalten und walten kann, wie es will. Dieser Zionismus ist genauso gefährlich wie der Islamismus und Kommunismus und alle Ismen, die wir so auf der Welt mittlerweile kennen. Prost, noch ein Käffchen. Und wer dem huldigt, der kann auch gern Islamismus huldigen, ist ja nicht besser. Kann nie im Interesse seines eigenen Volkes handeln. Weiter geht's. Will ich nochmal schauen, habe ich alle Randbemerkungen. Und dann kommen wir schon zur letzten Seite, zur letzten Doppelseite heute. Der 12. April 1961. Oh, da werden die Amerikaner wieder geflucht haben. Der erste Mensch im Weltall, und es war kein zionistischer Amerikaner. Nach 108 Minuten geht der erste Flug eines Menschen durch den Weltraum zu Ende. Der 27-jährige sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin landet sicher in der Nähe der Stadt Saratow an der Wolga. In Moskau und vielen anderen Städten der Sowjetunion finden Freudenkundgebungen statt. Aus aller Welt treffen Glückwunschtelegramme ein. Als einer der ersten gratuliert Hermann Oberth, Begründer der deutschen Raketentechnik. Na? Ja, so, wir waren's, kein anderer, kein anderer. Der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow, der Gagarin zu der größten historischen Tat gratuliert, richtet einen Friedensappell an alle Völker der Welt und fordert eine allgemeine Abrüstung.
Gagarin war in Baikonur um 9:07 Uhr Moskauer Zeit mit dem 4.725 Kilo schweren Raumschiff Wostok, zu Deutsch Osten, Klammer zu, gestartet. Er umrundete den Planeten auf einer elliptischen Bahn mit einem Abstand zwischen 175 und 327 Kilometern zur Erde. Die Umrundung dauerte 89,1 Minute. Zwischen dem Kosmonauten und der Bodenstation bestand während des gesamten Flugs wechselseitiger Funkverkehr durch Kameras, die im Raumschiff installiert sind und deren Bilder live übertragen wurden, konnte Gagarin von der Erde aus beobachtet werden. Während des Fluges befand sich der Luftwaffenmajor insgesamt 70 Minuten im Zustand der Schwerelosigkeit. Um 10:05 Uhr landete die Raumkapsel, deren Flug in der letzten Phase durch Fallschirme abgebremst wurde, bei Smelovka in der Gegend von Saratow. Bei seiner Erdumrundung erreichte der Kosmonaut eine Geschwindigkeit von 29.000 Kilometern pro Stunde. Für die US-Amerikaner und ihr ehrgeiziges Weltraumprogramm bedeutet der Flug Gagarins einen Rückschlag. Oh, die haben wieder so eine Nase, so Hals haben die gehabt, so Hals, wo diese Bilder um die Welt gingen. Ja, und hier haben wir noch ein Bild von dem Herrn. Der Kosmonaut Juri Gagarin im Weltraumanzug unmittelbar vor seinem spektakulären Flug ins All. Und hier sehen wir zum Beispiel auch in dieser Sache, nicht alles zusammenzuwürfeln und einen Einheitsbrei zu machen, wie das momentan auf der Erde so als Zukunft gesehen wird, dass eine Zentrale alles bestimmt, auf einem Kontinent und im Endeffekt auf der ganzen Welt, sondern dieser Konkurrenzkampf, der hat die Menschheit immer vorangebracht. Dass der eine besser sein wollte als der andere. Und das wird momentan durch solche Sachen wie EU, wie UNO und der ganze Krempel, diese ganzen Welt- und Kontinentalorganisationen komplett zerstört. Es sind dumme Fachidioten, die ihr Kontinent runterreiten, die ganze Länder runterreiten und darüber bestimmen. Alles wird geregelt, selbst Arsch abwischen werden wir irgendwann noch geregelt bekommen, weil das umweltschädlich ist, zu viel Klopapier zu verwenden oder irgend sowas. Ne? Das kommt bestimmt auch noch. Und deswegen sage ich, das, was momentan läuft, wer glaubt, dass das zum Wohle der Menschheit ist, der muss irgendwo die Geschichte nicht verstanden haben. Denn nur der Wettkampf der Nationen, der Wettkampf der Personen, der Wettkampf auch in dem Fall zwischen Systemen, der hat die Menschheit immer zu neuen Höhenleistungen getrieben, weil immer, wie gesagt, das liegt im Menschen drin. Ja, nicht nur im Menschen, auch im Tier, ne? Wenn die miteinander kämpfen, wenn die ein neues Weibchen suchen, da will einer den anderen übertrumpfen und will zeigen, dass er der Bessere, der Stärkere, der Schlauere ist, ne? Und das wird durch diese ganzen Zentralisierungen, durch diese ganze Einheitsmacherei, diese ganze Gleichmacherei vollkommen zerstört. Du musst nicht mehr besser sein als der andere, du musst bloß zu einer Gruppe gehören, die in eine Quote passt. Schon hast du gute Aufstiegschancen. Ne? Wie gesagt, als ganz normaler Mensch kannst du gar nicht was werden. Musst du schon ein Superhirn sein, damit du Schwulen ausstechen kannst, der viel blöder ist als du, aber er ist halt ein Schwuler und da wird er sofort gefeiert. Oh, ne? Das ist ja Schwuler, oh, das ist aber, müssen wir jetzt mal genauer hingucken. Ne? Wir sehen das im Fußball, sie sehen das überall. Wenn dann jemand aufgehört hat, ne? Vorher hat man nichts mehr von gehört und als er dann sich geoutet hat, war er plötzlich überall Fernsehkommentator und Experte. Ja, das ist die Verrücktheit der Welt. Es wird momentan alles zerstört, an Geistigem in der Welt. Ihr Menschen, was den Menschen vorangebracht hat. Und das von skrupellosen Gaunern und Verbrechern, die auf diese Weise die ganze Welt nach ihrer Pfeife tanzen lassen wollen. Weiter geht's mit dem 15. April 1961, eine Randbemerkung. Die Unruhen in der portugiesischen Kolonie Angola gehen weiter. In der Hauptstadt Luanda ist eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis morgens eingeführt worden. Schwer bewaffnete Polizei- und Armeestreifen patrouillieren durch die Hauptstadt. Und noch eine Randbemerkung: 18. April 1961,
Die Vereinigten Staaten errichten eine militärische Beratergruppe in Laos zur Unterstützung der Regierung Bun Um. Ja, war garantiert wieder ein Schlechter und ein Feind des Volkes. Und da hat man schnell mal wieder Berater hingeschickt. Das ist genau das. Das ist die Politik der USA. Überall Unfriede schüren. Leute wie jetzt zum Beispiel wieder diesen Herrn Guaido in Venezuela aufbauen und dadurch ganze Länder kaputt machen. Und dann als der große Befreier kommen, wie bei uns damals, ne? Und mit großzügigen Hilfen viel Geld selber dann verdienen. Und die eigene Wirtschaft dadurch wieder nach oben bringen. Immer wieder dasselbe Schema, dasselbe Muster, wie die USA vorgeht. Problem ist nur, momentan haben sie Russland und die Chinesen, die da ein bisschen was dagegen haben. Wobei die Chinesen schon immer so ein bisschen so Zwitter waren zwischen, ja auch damals den System. Die sind immer ganz gewitzt und holen sich aus allen Ecken das Beste raus. Momentan sieht es ein bisschen schlecht aus, weil da der Trump auf einmal das erkannt hat und gemerkt hat, wie die Chinesen langsam die Amerikaner als kleinen Partner betrachten. Ja, wir wissen ja, wie viele Kredite der Chinesen in den USA drin stecken. Wenn die wollten, könnten die sofort dort einen Laden dicht machen. Ne? Ja. Aber sie haben sich ja selber jetzt verschuldet. Das ist wieder das Problem der Chinesen. Um so schnell hochzukommen, haben sich auch diesem zionistischen Finanz- und Wirtschaftssystem untergeordnet oder sich dort eingereiht und sind durch dort auch jetzt ein bisschen mit drin gefangen. Ja, als letztes heute, und da kommt jetzt die nächste Folge der Kuba-Krise. 20. April 1961, da kommt das, was die Kubaner kurz vorher prophezeit haben. Schweinebucht-Invasion abgewehrt. An der Südküste Kubas scheitert eine Invasion exilkubanischer Einheiten, die auf einen Sturz der linksgerichteten Castro-Regierung zielte. Einen leichten Sieg hatten sich die vom US-Geheimdienst CIA unterstützten Truppen der Exilkubaner eigentlich erhofft, die an Kubas Küste landeten. Der Stellvertreterkrieg der Großmächte um die Zuckerinsel wird für die Invasionstruppen zu einem militärischen Fiasko. Nach 3 Tagen scheitert die Gegenrevolution am erbitterten Widerstand der kubanischen Armee. Oh, Entschuldigung, Spoilerchen. Am 20. April gibt Ministerpräsident Fidel Castro das Ende der Invasion bekannt. Und wer hat dahinter gesteckt? Der Mafia, der kubanische, der Exilkubaner Mafia aus Chicago und Florida etc., die sie dort als Armee hingeschickt haben, als militärische Einheiten oder beziehungsweise die das unterstützt haben. Ja, und wie gesagt, es war ja so, er hat es angekündigt auf der UNO-Versammlung, dass die Amerikaner sowas vorhaben. Und im Übrigen, das war der 20. April 1961, da war schon der hochgelobte Herr Kennedy Präsident von den Vereinigten Staaten, der große Friedensstifter, der große Friedensstifter, der wie heute gefeiert wird, die große Hoffnung für die Welt. Es war wahrscheinlich genauso eine Hoffnung für die Welt wie der Herr Macron in Frankreich. Er hat es bloß wieder so getan, dass er auf die soziale Schiene gegangen ist, so wie das die Demokraten in den USA machen. In Wirklichkeit erhalten sie damit nur ihr Wohlfahrtssystem, sonst nichts. Eine wirkliche Bekämpfung der Armut wollen gerade diese Richtung überhaupt nicht, weil ihre ganze Klientel, die sie immer wieder wählt, davon lebt, dass es eine Armut gibt. Und als letztes heute noch ein Bild. Kubaner nach dem gescheiterten Invasionsversuch in einer Bucht der Las Villas-Provinz. Bei dem Panzer handelt es sich nach Angaben der kubanischen Regierung um ein US-amerikanisches Modell. Ramos. Der große Friedensstifter John F. Kennedy war da schon Präsident. Ja, das war's für heute. Und damit es nicht mehr so lange wird, wir sind jetzt schon bei 44 Minuten, wünsche ich euch einen schönen restlichen Freitag, einen guten Start, wie gesagt, nochmal ins Wochenende und verbleibe und hoffe, wir sehen und hören und lesen uns morgen wieder. Lesen werdet heute wieder was, weil heute mache ich wieder was. Und ja, verbleibe wie immer mit, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.